Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder einen Teil meiner Suppen-Challenge und zwar für den Monat Juni. Auch jetzt werde ich mir wieder ein Video der Neuzugänge aus dem Jahr 2021 bis hier über den Monat, also Juni, anschauen und gucken, welche Bücher davon noch auf meinem Sub liegen. Wenn es eins oder zwei sind, muss ich eins davon gelesen haben. Wenn es keins ist, dann werde ich aus meinem Subglas eins ziehen, was noch länger auf meinem Sub liegt. Also schauen wir mal, das Video ist nicht sehr lang. Ich bin gespannt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, ein Buch ist noch auf meinem Sub. Jetzt fangen wir mit den Schmuckausgaben an. Das ist sehr gut. Das ist The Wizard of Oz von aus der Barnes & Nobles Leatherbound Classics Collection. Und ja. Da fehlt mir immer noch der zweite Band. Der ist aber irgendwie nicht mehr zu kriegen. Aber tatsächlich habe ich ja letztes Jahr den ersten Wizard of Oz Band gelesen und muss sagen, ich werde die Reihe wahrscheinlich nicht fortsetzen. Also von daher nichts verpasst. Ja, dieses Gelb-Grün ist natürlich eine sehr, sehr schöne Kombination. Der zweite Band war grün. Gelb? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall war der von außen grün. Ich weiß nicht, wie der Buchschnitt aussieht vom zweiten. Eine gute Frage. Ja, Klassiker, wie gesagt, gerade Schmuckausgaben zählen nicht auf meinen Sub, weil ich die sammel wegen des schönen Aussehens. Obwohl ich auch sehr viele gelesen habe. Aber ja. Aber für meine Klassiker, die ich lese, habe ich ja noch mein Poster, was hier neben mir hängt, deswegen, ja, bin ich mal gespannt, wie die Challenge dieses Jahr so läuft, aber ich habe auf jeden Fall schon mal ein Buch vom Poster gelesen, also mein Ziel sind hier mal drei, meistens schaffe ich sogar mehr, schauen wir mal. So, jetzt habe ich schon sehr lange über dieses Buch geredet, ja. So, was haben wir denn da? The Picture of Dorian Gray. Auch eine Schmuckausgabe, und zwar eine Children Edition. Die sind aus Großbritannien und sind auch sehr, sehr schön von der Aufmachung. Die meisten haben einen Goldschnitt, die haben so ein bisschen dickeres Papier, weiß, Lesebändchen, dann diese wunderschönen, ja, matt schimmernden Cover, die aber auch noch so ein bisschen geprägt sind und glänzende Akzente haben. Die sind kleiner als die Barnes & Nobles Ausgaben zum Beispiel, was ich nicht schlecht finde, sind sehr handlich. Und es gibt halt die üblichen Klassiker darin und ja, sind aber auch nicht so günstig. Weil es halt aus Pfund in Euro umgerechnet ist meistens nicht so günstig. Dafür sind sie dann leichter zu importieren als aus Amerika. Habe ich auch in letzter Zeit auch schon lange nichts Neues mehr gekauft. Eigentlich habe ich auch nicht wirklich Platz. Naja, auf jeden Fall. Also, aber die Geschichte als solche, The Picture of Dorian Gray, kann ich definitiv empfehlen für all die, auch mal mit Klassikern anfangen möchten und noch nicht so viel gelesen haben. Also so eine großartige Geschichte. Oscar Wilde schreibt auch phänomenal. Und definitiv zu empfehlen. Ja, kommt noch was? Also wir haben über die Hälfte des Videos und wir haben genau zwei Bücher gesehen. Und jetzt rede ich nur. Oh, Skind! Da habe ich mich auch zu früh gefreut, was? Und Robin Wassermann, ja, das ist tatsächlich noch ungelesen. Fragt mich auch bitte nicht mehr, worum es überhaupt in dem Buch geht. Ich habe nicht den blassesten Chip. Es ist eine Jugendbuch-Dystopie-Trilogie. Oh, jetzt Baby von Gabriele Engelmann. Ja, habe ich auf jeden Fall gelesen. Nee, Julia Engelmann. Julia Engelmann. Ja, ist auch sehr kurz, eine Gedichtsammlung habe ich gelesen.
Sieht man so ein bisschen aus, wäre ich irgendwie im Secondhand-Kaufhaus shoppen gewesen. Weil ich weiß, ich habe die Bände von ihr nicht als Preise, die kaufe ich mir dann, wenn gebraucht. Ja, ich weiß. Ja, ich habe also schon ein. So. Muss ich gleich mal holen. Aber jetzt schauen wir erstmal, ob das jetzt das war oder nicht. Oh, ich hatte eine Unterbrechung. Chain of Iron von Cassandra Clare, das ist der zweite oder dritte Band der Reihe. Der zweite, ne? Ich war schon immer. Auf jeden Fall gelesen. Gut, dass Teddy da auf meinen Sub liegt. Sie wollen ja gar nicht wieder mit so rankommen. Ja, die Schattenjäger-Chroniken kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Die, weiß ich nicht, wie viel trillionste Trilogie in dieser Welt das jetzt nochmal genau ist. Ja, also Geschichte will ich da nicht anfangen. Die spielt zwar zeitlich nach der Infernal Devices-Reihe, aber, also die Clockwork-Barbar-Reihe, aber sie wurde halt nach den ganz anderen Reihen geschrieben. Und ich finde tatsächlich, bei den Bänden sollte man besser in der Veröffentlichungsreihenfolge vorgehen und nicht in der zeitlich chronologischen. Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid gelesen. Obwohl, das wäre jetzt so ein Buch gewesen, da hätte ich jetzt nicht so Probleme gehabt. Das würde ich auch jetzt lieber lesen als Kind. Ach, ich muss mal wohl durch meine Jugendbücher auf den Sub gehen und da was aussortieren. Also. Ja. Da habe ich mir ganz schon reingelegt in meinen Schmuckausgaben am Anfang. Kommen hier noch ein paar Bücher. Wie gesagt, also die Geschichte war übrigens sehr gut gefallen, wobei mir die sieben Ehemänner der Evelyn Hugo noch besser gefallen hat. Ja, aber kann man definitiv empfehlen. Ich wollte auch noch mal wieder was von ihr lesen, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Ich habe auch nichts von ihr mehr auf dem Sub. Muss ich noch mal schauen. Ich glaube, so langsam müssten wir uns auch dem Ende nähern. Ich glaube, das ganze Video ging nur 11 Minuten. Sieht fast so aus, als wäre es das gewesen. Ja. Ja, das ist das. Das ist das gute Stück. Das ist jetzt auch das einzige Buch. Ja, was dabei rumkam. Deswegen Skin von Robin Wassermann. Das werde ich dann mal nächsten Monat anlesen, zumindest. Ich bin mir echt nicht sicher, worum es hier überhaupt ging. Okay, die Inhaltsangabe war jetzt auch mehr verwirrend als das andere. Also, unsere Protagonistin scheint irgendwie einen Unfall gehabt zu haben und gestorben zu sein. Wacht dann aber im Krankenhaus in einem neuen, perfekten, künstlichen Körper wieder auf. Aber danach läuft ihr Leben nicht mehr so, wie er mal, wie es mal war. Und was damit auf sich hat, weiß ich nicht. Echt verwirrend. Wie soll ich da eigentlich mal reinlesen? Das war es, glaube ich, auch noch keiner Tri-Chapter-List, deswegen habe ich hier auch noch nie reingelesen. Ja, ich glaube, es war halt so ein Gebrauchtwaren-Kaufhaus-Fund für 1 Euro. Es hat 370 Seiten, es ist auch gar nicht so dick. Ich werde mein Glück im Juni mit diesem Buch probieren. Wünscht mir Glück. So, und das war's von mir und diesem Video. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.